Ja, also wenn man es versucht, kurz zu fassen, es gab am 20. Oktober eine Präsidentschaftswahl in Bolivien, aus der ist Evo Morales von der Sozialistischen Partei als Sieger hervorgegangen. Es gab aber sehr große Beschwerden, sage ich mal. Einerseits, dass er überhaupt angetreten ist, weil nach der bolivianischen Verfassung eigentlich ein Präsidentschaftskandidat nicht zum vierten Mal hintereinander antreten kann. Und das hat der Morales aber gemacht mit Unterstützung des Verfassungsgerichts, das das als legal beurteilt hat. Daraufhin gab es sehr große Proteste, auch eben hauptsächlich in Bolivien, woraufhin dann Morales zurückgerudert ist eigentlich. Ja. Er hat eigentlich sogar angekündigt, Neuwahlen abzuhalten. Er hat die Organisation Amerikanische Staaten dazu eingeladen, tatsächlich alle Institutionen im Lande, die mit dieser Wahl beauftragt waren, zu denen hinzugehen und unabhängig quasi nochmal zu gucken, ob Wahlfälschung stattgefunden hat, weil das war dann quasi das zweite zusätzliche Argument, dass man gesagt hat, da war halt Wahlfälschung. Der Morales hätte das gar nicht gewonnen oder zumindest nicht in der Art und Weise, wie er das getan hat. Und an dem Wochenende, wo dann die Organisation Amerikanische Staaten auch gekommen ist mit einer quasi Expertenabteilung, um das zu untersuchen, das war so 9., 10. November rum oder so, hat sich quasi die hohe Generalität Boliviens vor die Kameras gestellt und Morales zum Rücktritt aufgefordert. Und das ist meines Wissens in allen vergleichbaren Fällen weltweit als Militärputsch eingestuft worden, wenn solche Sachen stattgefunden haben. Also ich kenne das aus der Türkei. Wir haben durchaus auch Militärputsche gehabt, die so abliefen, dass sich die Militärführung hinstellt und sagt, trete zurück. So. Und da gab es nie Fragen, ob das jetzt ein Militärputsch war oder nicht. Ich denke, im Prinzip ist es dasselbe in Bolivien. Das heißt, wir schätzen das als Militärputsch ein. Natürlich daraufhin ist der Morales tatsächlich zurückgetreten und ist außer Landes geflohen. Und seitdem eskaliert eigentlich die Gewaltspirale, so muss man es sagen. Es gibt eine Übergangsregierung, die von einer Übergangspräsidentin ernannt wurde, die eine Frau namens Jeanine Agnès, die einer quasi rechtsaußen konservativen Partei angehört, die so an die 4 bis 5% oder so bekommen hat bei Parlamentswahlen, auch gar keine demokratische Legitimierung hat, auch sehr offensiv auftritt, also dann mit der Bibel oder so in den Präsidentenpalast reingelaufen ist und gesagt hat, so, jetzt ist quasi die Andischen, die indigenen Gottheiten, die kommen hier nie wieder rein quasi, jetzt ist Christus wieder da und so. Und auch Leute ins Kabinett ernannt hat, die auch so ticken. Seitdem gibt es auch sehr massive Proteste gegen diese Übergangsregierung, gegen den Putsch als solchen. Weitestgehend getragen von indigenen Teilen der Bevölkerung, weil das, wie wir jetzt gleich auch vermutlich weiter besprechen werden, die waren, die am meisten von Morales natürlich profitiert haben und jetzt am meisten auch zu befürchten haben von dem, was gerade kommt. Und es sind jetzt mehr als 20 Tote zu verzeichnen bei den Protesten, da auch Polizei und Militär sehr heftig in diese Proteste reingehen. Diese Komplexität wird relativ häufig nicht gesehen, dass eben das verschiedene Momente sind, auf denen die Linksregierung zum Beispiel sehr starke Fortschritte machen konnten. Sei es zum Beispiel in der nationalen Souveränität der Länder, sei es aber eben auch sozusagen in der Abschwächung zumindest der klassischen neokolonialen Verhältnisse in diesen Ländern. Und relativ häufig nicht gesehen wird, dass zum Beispiel Fortschritte in der Armutsreduktion eben gleichzeitig auch eine Ausweitung der demokratischen Partizipation bedeutet. Viele Menschen, die sozusagen in diesen In Bolivien waren es an die 60%, ja, sozusagen, die unter der Armutsschwelle gelebt haben. Diese Menschen sind aus demokratischen Prozessen per se ausgeschlossen, weil sie damit beschäftigt sind, ihr tägliches Überleben zu organisieren. Diese Leute wurden da, es gab quasi eine Explosion an demokratischer Partizipation, an gesellschaftlicher Partizipation durch diese Reduktion der Armut. Unabhängig jetzt davon, wie man im Detail zu diesen Thesen oder Theorien steht, hat unter anderem das eben auch dazu geführt, dass ein sehr großes und wichtiges Anliegen für diese Regierungen waren, die Anerkennung dieser indigenen Gemeinschaften, ihrer Sprachen und ihrer Religionen. Also die haben ja auch genauso viele unterschiedliche religiöse Glaubensformen mit quasi in die Verfassung aufzunehmen. Und das wurde auch gemacht. Also es sind all diese andischen
Sprachen und Religionen sind anerkannt, also sind genauso legitim wie das Spanische oder das, die katholische Religion in Bolivien. Und das war natürlich auch jenseits dieser ganzen ökonomischen quasi Umverteilungen und den Teil- oder partiellen Verstaatlichungen, die unter dieser Regierung vorgenommen wurden, war es natürlich auch symbolisch, kulturell und politisch für die Indigenen natürlich ein sehr großer Gewinn. Also die wurden das erste Mal quasi eigentlich als im Prinzip gleichwertige Menschen anerkannt, so muss man es eigentlich relativ klar formulieren. Und für die alten kreolischen Eliten natürlich ein harter Schlag gegen sie. Deswegen fahren die ja jetzt auch so heftig auf wie der Camacho oder die Agnes. In der deutschen Linken sehr stark präsent ist, ist eben dieses moralische Feststellen, dass demokratische Formalia nicht eingehalten werden. Dass sozusagen rechtsstaatliche Formalia, wie sie jetzt für westliche Gesellschaften charakteristisch sind, in Bolivien oder in anderen Ländern nicht eingehalten werden. Dass dann Präsidenten versuchen, zum Beispiel eine erneute Amtszeit zu bekommen und so weiter. Aber das sollte nicht die zentrale Fragestellung für eine Linke sein. Ja? Die zentrale Fragestellung für eine Linke sollte sein, wie konnten sich die Leute, für die wir ja hier auftreten wollen, also für die populären Klassen, wie konnten die populären Klassen sozusagen von diesen Regierungen profitieren? Und was ist die Alternative auf dem Spielbrett? Und die Alternative auf dem Spielbrett ist leider in all diesen Ländern, eben weil es diese Integration der sozialen Bewegungen gab und es eben keine links von diesen Regierungen stehenden sozialen Kräfte gibt, zumindest nicht im großen Ausmaß, ist leider die Rechte, die alte Rechte. Und das Problem ist, dass die deutsche Linke nicht sieht, dass das die reale Konstellation ist, in der sich diese Geschichte abspielt, die Fortschritte nicht gerne benennt und anhand von einem moralischen Diskurs sozusagen versucht, die Verhältnisse dort zu analysieren. Und das kann nur schiefgehen. Wir haben das eben sozusagen in den ersten Tagen des Putschs gesehen. Da wurde teilweise dem Putsch abgesprochen, ein Putsch zu sein. Ja. Die Argumentation war formaldemokratisch, wie ich gerade eben ausgeführt habe. Die Argumentation war eben nicht, dass man gesehen hat, okay, es gibt so und so viele Fortschritte, die Morales-Regierung hat die und die konzeptionellen Grenzen, die und die Fehler auch begangen, aber wir sind solidarisch natürlich, weil die populären Klassen massiv davon profitieren konnten, was unter dieser Regierung passiert ist. Ja, das ist nicht der Punkt, der gemacht wurde, sondern es wurde rein formaldemokratisch durchdekliniert, warum eine weitere Amtszeit hinzuzufügen, ohne dass das in der Verfassung steht, ein autoritärer Akt sei. Wir sollten keine Illusion darüber haben, dass diese Regierungen dort in einer Blockade mittlerweile sind. Und ich denke, das wird vor allem die Aufgabe der revolutionären Linken dort sein, bei einer quasi ohne Wenn und Aber geschlossen zu stehen gegen die rechten Opposition und gegen den Militärputsch derzeit, darauf hinzuarbeiten, sich trotzdem nicht unter die Linksregierungen unterzuordnen. Ja? Weil das ist schon, du hast das ausgeführt gehabt, das hat Morales versucht zu machen, das hat Maduro versucht sehr stark versucht zu machen in Venezuela, indem er halt gesagt hat, alle linken Parteien lösen sich jetzt in meiner sozialistischen Partei auf und so. Ja. Die Kommunistische Partei hat sich da, glaube ich, nicht dran gehalten. Dagegen, finde ich, müssen sich die Genossen und Genossinnen dort erwehren, damit sie auch gewährleisten können, dass eben so eine Bürokratisierung und ein Bremsen der sozialen Schlagkraft durch so Linksregierungen, die sich dann halt irgendwann auch in dieser Kompromisslösung halt einnisten, ja, dass das nicht stattfindet, sondern dass man diesen Transformationsprozess über sich hinaustreiben kann, eventuell eines Tages in einen Revolutionierungsprozess. Das ist, glaube ich, etwas, das die Perspektive müssen die Genossen und Genossinnen dort vor Ort entwickeln. Und wir müssen auf jeden Fall solidarisch mit denen sein und gucken, wie wir hier quasi die imperialistische Unterstützung für die Oligarchien und Kollaborateure dort einerseits eben unterbrechen, also skandalisieren, unterbrechen, sabotieren können und andererseits, wie gesagt, eben ganz andere quasi auf Weltebene Programme entwerfen, die es diesen Ländern auch tatsächlich ermöglicht, andere Wirtschaftsmodelle zu entwickeln. Ich denke, das sollten